Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es was richtig Interessantes für alle Schnäppchenjäger unter euch. Und zwar ist es die Madpex Sommerbox. Ich zeige sie euch mal. Ich habe gerade den Karton aufgeschnitten, dass wir nicht so lange brauchen. Ich habe aber noch gar nicht reingeschaut oder so. Ich habe auch keine Unboxings geschaut, denn es sind auch schon ein paar online dazu. Der Versand hat zu mir nach Österreich ein bisschen länger gedauert. Und die hat nur 21,95 € gekostet. Versand war sogar gratis. Versand ist nämlich ab 20 Euro dort gratis. Ich habe mir zwei bestellt. Die eine ist leider noch nicht angekommen, aber ich dachte mir, komm, mach das Unboxing schon mal. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das ist jetzt der Deckel. Richtig schönes Design, finde ich eigentlich. So, und die Box sieht schon mal so von innen aus. Und weshalb ich mir die Box eigentlich geholt habe, zeige ich euch schon mal. Das erste Produkt ist das Nuke Sun Shampooing and Dusche After Sun. 200 ml. Dieses Produkt kostet allein in der Originalgröße schon mal um die 20 Euro auf jeden Fall. Das ist so gut. Und diese Nuke Sun Edition riecht so unfassbar gut, Leute. Also das ist für den Sommer das... Da gibt es keine Steigerung, das ist so gut. Dann von Compete, diese Blasenpflaster, die sind auch super teuer normalerweise. Und alleine für diese zwei Produkte würde ich die Box schon bestellen. Und jetzt schauen wir mal, was da noch weiteres Cooles drinnen ist. Da haben wir einmal von Ladival eine Sonnenschutz 20, also Mittel für allergische Haut, ein Sonnenschutzgel. 200 ml, hat eine leichte, fettfreie Formulierung. Und ist bei Neigung zur Sonnenallergie. Dann von Freiöl eine Fußcreme. Da habe ich letztens gedacht, ich möchte mir mal wieder eine Fußcreme kaufen. 10% Urea, Haferöl und Johannisbeersamenöl für 24 Stunden Feuchtigkeit. Sieht auch sehr, sehr schön aus. 70% Recyclinganteil. Ja, okay, ist auch ganz gut. Ist eh so eine kleine Verpackung, aber ist auch toll für die Handtasche. Dann haben wir noch, den Stick habe ich mir tatsächlich letztes Jahr selber gekauft. Bei Notino habe ich mir den bestellt, denn da sind wir auf Urlaub gefahren, keine Ahnung wohin, wo es richtig heiß war, Dubai. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einen 50er Lichtschutzfaktor fürs Gesicht. Und zwar ist der von La Roche-Posay, das ist so ein Stick. Und der ist nämlich auch wasserfest, Leute. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich wohin fahrt, was so unfassbar heiß ist, über 40 Grad oder so. Und ihr wart wirklich noch nicht so in der Sonne oder auch jetzt zu Hause. Dann nehmt auf jeden Fall erstmal den 50er. Dann haben wir ein kleines Produkt von Eucerin. Dermatoclean mit Hyaluron, ein Micellenwasser für Sensitive Skin. Ist auch immer gut zum Testen, kann man sonst auch weitergeben. Also ich mache da auf jeden Fall eine kleine Verlosungskiste aus der Glow Goodie Bag und aus dieser Box hier. Und dann wird da auch wieder mal was verlost. Und vielleicht habe ich beim nächsten Video eine kleine Überraschung für euch. Schauen wir mal. Von Ballistol Stichfrei Mückenschutz Pumpspray 10 ml ist da auch noch drinnen. Der Pumpspender sieht auf jeden Fall stabil aus. Schützt bis zu 8 Stunden, wirkt gegen Mücken, Bremsen, Zecken. Okay, gegen Zecken ist auch interessant. Ja gut, werde ich ausprobieren. Dann haben wir von Flint Protect Soforthilfestick, beruhigende und beruhigt und kühlt die Haut für Mückenstiche, Feuerquallen, Brennnesseln. Reicht für ca. 50 bis 60 Anwendungen. Okay, das ist wirklich praktisch. Schaut mal, der Stift ist nicht mal so groß und reicht für 50 Anwendungen tatsächlich. Das werde ich ausprobieren. Vielleicht ist es dann mal irgendwann in einem aufgebraucht Video, wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall Feuerquallen und so ist super praktisch für den Urlaub auch. So, dann haben wir von Venus Tassin Fresh, ein Beinkühlspray. Das kann man gut gebrauchen. Bei uns hat es irgendwie 35 Grad. Leute, es ist so unfassbar heiß. Meine Füße sind so heiß. Ich schwitze im Gesicht. Also das kann man gut brauchen, wirklich. Erfrischt und pflegt schwere Beine. Das werde ich mir auf jeden Fall in die Handtasche tun. Die denken an alles. Also Stiche, Kühlung, dann Sonnenshampoo und Duschgel. Dann auch Blasenpflaster, ja, weil ja viele wandern oder so im Sommer. Dann haben wir von Kneipp eine Aroma-Pflegedusche Sommerlaune mit Wassermelone, Minze, von der Sonne geküsst. Das finde ich auch cool. Rezeptur ohne Mikroplastik, ohne Paraffin, Silikon und Mineralöle. Wir leben Nachhaltigkeit, wir setzen uns für Tiere ein. Ja, bei Kneipp, also ich muss echt sagen, Kneipp ist so wirklich eine richtig gute Marke, die man auch unterstützen kann. Und vor allem, die riechen immer super gut. Ich gebe es jetzt mal nach unten, weil sonst spritzt mir wieder ins Gesicht. Boah, das riecht richtig gut nach Wassermelone, aber nicht too much, nicht zu süß. Passt auch perfekt in diese Box hinein. Also wirklich, Sommerbox ist bisher perfekt getroffen. Dann haben wir von Aven Hydrance eine Emulsion, eine also feuchtigkeitsspendende Emulsion
mit SPF 30. Ist zwar eine ganz kleine Größe, aber finde ich auch doch zum Testen dann immer ganz cool, weil es ist auch nicht ganz günstig und so kann man das einfach mal ausprobieren. Dann von Enspona Aloe Vera Gel mit 90% reiner Aloe Vera. Kühl und beruhigt gereizte Haut. Passt auch perfekt in die Sommerbox. Medizinische Hautpflege. Und ich finde es auch cool, dass man da wirklich Marken drinnen hat, die man so noch nicht kennt. Und dann vielleicht gut findet und auch nachkauft. Dann haben wir von Effacit Classic Muntermacher Erholungstuch für müde Beine. Also für unterwegs wirklich nur ein Gebrauch. Und dann noch ein Produkt von La Dival. Und zwar ist es einfach so eine Quietschente für die Badewanne. Finde ich auch richtig süß. Also Leute, alles in allem, ich muss echt sagen, also meine Top 2 Favoriten sind natürlich diese Produkte hier. Ihr wisst, ich bin so ein Duschgel-Shampoo-Freak. Und alleine für diese Produkte, Leute, ich glaube, das kostet 16 oder 18 Euro. Und dann kommt das alles noch mit dazu. Das ist sicher auch nicht ganz günstig. Wie gesagt, ich schreibe euch immer alles in die Infobox. Ich suche mir auch die Preise raus. Werde euch auch ein bisschen was verlinken, was ich finde. Und natürlich die Sommerbox verlinken. Und ich finde, die ist wirklich super gut getroffen. Also da habt ihr bestimmt auch einen Wert von, keine Ahnung, mindestens 70, 80 Euro drinnen. Ja, und das Design ist richtig schön, die werde ich mir auch aufstellen. Ich bin auch froh, dass ich zwei davon bestellt habe. Ich hoffe, es gibt sie noch, dass ihr sie auch ergattern könnt. Es sind wirklich tolle Produkte zum Testen mit drinnen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr auch zukünftig meine Videos sehen wollt und erinnert werden wollt, dann aktiviert gerne die Glocke und lasst mir ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt hat euch am besten gefallen. Also bei mir, mein absolutes Lieblingsprodukt war natürlich das Nukes-Produkt, Nukes Sun. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann verabschiede ich mich schon wieder, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Oh, oh,